Ich grüße dich recht herzlich zu Days Gone, zur Folge 37. Und heute versuchen wir, ihn hier ein bisschen einzuhorzen. Ich versuche jetzt mal auf der Distanz mit dem Molotow. Verdammte Axt. Das wird nicht viel bringen. Okay, er macht weiter. Praktisch Spül. Ah, dass ich mal über dieses Ding in den Druck. Braucht er denn immer viel? Braucht er da wirklich immer viel? Komm schon! Stirb endlich, du Mistvieh! Das wird mir oft nur zum Verhängnis werden. Das sind gerade nicht erwischt, gell?
Ja! Verdammt! Ja! Ein Verdammt! hartes Stück Arbeit. Antip. Na los, Jungs. Hier lang. Warum nicht gleich so bei der anderen Folge? Schauen wir mal, ob wir da noch siehst, noch was finden. Also, mein Plan ist aufgegangen. Das war doch ein fettes Ding, oder? Ja, das wird gehen. Ich muss damit zurück zu meinem Bike. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Deacon St. John, bist du da? Deke, hier ist Mickey. Over. Scheiße, sie wird nicht wissen, wo ich bin. Hey, Ricky. Hier ist Deke. Schlechter Empfang. Ich kann dich nicht hören. Deke, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky. Ich habe gar keine Zeit dafür. Schauen wir mal, was jetzt geht. Ja, Guide ist, gibt's, was es jetzt gibt. Halt! Das ist Deke! Hinter ihm! Du! In die Richtung! Die dürfen nicht zurückkommen! Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte's wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los.
ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier wolltest. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit dem Ripper teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich hab seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich, Susan. Skizzo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Koblenz Camp. Auf geht's. Ich hab da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich behalten, weil er nicht für Überlebende zahlen konnte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der ein paar hungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der eben nicht mehr weglaufen kann? Ne? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Was sie trotzdem nach Hot Springs gebracht? Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Dinge. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. William, William, wenn du mich hörst, du musst aufhören. Eddie, was ist los? Boozer? Hey, halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Was hey, machst du hör da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Lass das nicht stehen haben! Nein, nein, Dick. Nein, du wirst ihm niemals, nein, das tut ihm nicht hör an. Hör mir zu. Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay. Wir verlieren ihn. Lass mich! Dick. Okay. Okay, alles klar. Komm. Oh, Scheiße. Hey, komm her. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Dick. Ganz ruhig. Okay. Oh, meine Güte. Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Oh, nein. Rosa, komm schon. Halt ihn fest. Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so festhalten. Reiß dich zusammen und halt ihn fest. Boah, das ist wie im Mittelalter. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß.
Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken. Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Man muss mit seinen Konsequenzen leben können. Du hattest keine Wahl. Im Guten oder im Schlechten. Mike, warte! So steht's im Credo. Aber nicht im Credo der Biker. Das Leben anderer. Schauen wir mal, was haben wir Fähigkeitspunkte gekriegt? Glaube ich nicht, gell? Nein. Nee, haben wir nicht gekriegt. Geht's um dein Bike? Hey, wie läuft's? Einmal mehr auftanken und mir dann reparieren. Ich mach das schon. Und dann schauen wir uns mal, haben wir da was dazu gekriegt? Jawohl. Ah, okay. Wir haben nur zu wenig. Was brauchen wir? 2000, das gibt uns 8. Na schauen wir, habe ich noch was im Inventar, was ich in der Küche verkaufen kann? Nein, habe ich nicht. Okay. Dann schauen wir mal, wir haben da eine Markierung fürs nächste Mal. Wir haben da die Markierung fürs nächste Mal. Wo fahren wir denn das nächste Mal hin? In die Berge. In ein Gebiet, wo wir noch gar nicht wohnt, okay? In ein Gebiet, wo man noch nie wohnt. Das passt eigentlich eh ganz gut. Na gut, meine Sportsfreunde. Das war's wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar natürlich freuen. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werden auch mehr Projekte folgen. Vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Video ausgestreut wird, folgen schon Projekte, weil wir haben es immer nur Anfang Juni, wo ich jetzt bin mit der Aufnahmesession. Ab 24. hoffe ich, dass ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Vielleicht, dass ich nachher nur ein weiteres Projekt wieder mit Eishockey dazu nehme. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen recht schönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir das Video schaust, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus!